So, YouTube. Hallo zu My Game City Dev Studio. Ja, wir sind dabei, den Watagi SG für das Zombie-Spiel zu optimieren und haben 1 Million für die Lizenz verballert. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Wir machen alles rein, was geht, nicht? Und gucken mal, ob das ja, am Ende was bringt. Veröffentlichen wir eine Demo? Ich würde sagen, ja. Wir brauchen das Geld. Zum Glück bringt Dakun aktuell wirklich Geld rein. Ordentlich, immer mal wieder. Wir haben 268 Fans, das ist schon gut. Tutorial ist dazugekommen. Einfache Filme. Oh, geht gar nicht, weil die Grafikleistung nicht passt. Ach so. Einfach Animationen. Wir könnten Filme nehmen oder den Sandkasten. Oder die offene Welt. Dann könnten wir noch Ranglisten dazu nehmen. Würden wir aber nicht voll auslasten. So würden wir fast die Plattform auslasten. Aber dann können wir wirklich nur für den produzieren. Ich probiere es mal. Merz, dass wir jetzt pleite gehen, kann nicht mehr passieren. Nicht profitabel. Ach, wirklich. Nachdem ich 1 Million ausgegeben habe für scheiß Lizenzen. 1,16 sogar. Wenigstens hat er mir nicht eine 100 Monate Exklusivbindung reingegeben. Und das Megasystem kommt raus. Ja, deswegen lohnt sich so eine teure Lizenz eigentlich nicht. Und wir kriegen wenigstens 100.000 für die Engine. Okay. Spiel portieren. Wir gucken mal, aber ich glaube, es wird keine... Ja, es wird keine... funktionieren. Das Problem ist, wir können es nicht veröffentlichen, weil der ST noch gar nicht erschienen ist. Das heißt, wir müssen direkt ein neues Spiel machen. Wir müssen den Verlust halt ausgleichen über Masse oder wir müssen Verträge mal gucken, ob es welche gibt. 100.000, ja komm. Das nehmen wir ganz schnell mit. 15, 78.000, nee, das lohnt nicht. 200 ist echt viel, da muss man aufpassen. In 24 Wochen. Ja komm, wir machen es oder wir sind pleite, es ist egal. 60. Ah doch, das geht gut aus. Wir sind ja erst hier. Plattform veröffentlicht. Watagi. Und wir hauen unser Spiel direkt dafür raus. Für 20 Dollar. Brain Alley hat auch sehr hohe Werte. Also, wir haben eigentlich zu viel reingegeben in ein Indie-Game, nicht? Aber das kann man halt schlecht anpassen, finde ich. Fast makellos, ne? 90er Schnitt. Ja, immerhin. Aber fast alles perfekt. Dann machen wir natürlich Marketingkampagne da. Ein Monat. Gucken wir, ob es gut läuft. Die Veröffentlichung von Brain Alley ist ein echter Durchbruch in den aktuellen Trends. Sie wollen mehr und mehr. Sie wollen verzweifelt Spiele von Zombies. Es ist ein neuer Trend. Okay. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Na, hoffe ich doch. Das Spiel hat 122.000, eigentlich 1,5 Millionen gekostet. Oh oh. Noch haben wir es nicht geschafft. Einfache Musik wurde erfunden. Okay. Neue Komponenten brauchen wir auch nicht. Brain Alley 18% Bonus. 16.000 Verkäufe, schon im Plus mit 139.000. Okay. Das war vielleicht gar nicht so schlecht. 51 neue Fans. Jetzt komm, werdet mal fertig. Das wird eng. Jetzt haben wir's. Aber bringt uns auch nochmal 400.000. Das war jetzt wichtig. Da sind wir wieder bei unseren 1,3 Millionen hoch.
Wir sollten noch von irgendeiner Fortsetzung machen. Hospital-Theme, nicht? Dann machen wir das doch. Für den Watagi. Ich stelle nur noch für den Watagi jetzt her. Produzent kann hierhin. Buchhalter kann hierhin. So. Und unsere Engine benutzen wir weiter. Habe ich was vergessen? Zwei Studios? Nö, Randa würde ich sagen. Okay. Ich würde sagen, das lassen wir alles so. Das war gut. Ja, auch hier, nicht? Ich würde sagen, auch hier war alles okay. Wir können ein bisschen... ein bisschen tweaken vielleicht. $343,000. Wow. Vielleicht machen wir hier nochmal eine Marketingkampagne vom Monat. Brain Alley und Hospital Team 2. Perfekt. Oh, wir locken inzwischen 100 und 105 Besucher an. Das ist gut. MIDI-Sound bleibt. Passwortbasiertes Speichern würde ich mal wegnehmen. Obwohl... nee, wir hatten ja eh Prozessorleistung hatten wir übrig, nicht? Das war nicht das Problem. Künstliche Intelligenz, Sound... versuchen wir das nochmal so. Musik wurde integriert von der Community in die Engine. Sehr geil. 32.000 verkaufte Einheiten. Hier 63.000. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall ist es das profitabelste Game, was wir je hatten. Grundlegende Physik wurde erfunden. Oh. Und das Megasystem wurde erfunden. Ja, können wir eigentlich nicht normal machen, oder? Versuchen wir mal eine offene Welt. Den Rest können wir nicht nehmen. Ja, wir können nicht immer das Gleiche machen. Achso, und eine Demo veröffentlichen. Watagi wird veröffentlicht und danach portieren wir Brain Alley. Achso, das konnten wir nicht portieren, nicht? Ha! Genau wie das hier können wir auch nicht portieren. Aber eigentlich ist ja gar nicht schlecht, oder? Weil dann muss ich mich da gar nicht drum kümmern. Wir können mal gucken, ob das Megasystem 13:3 hätte das. Das ist leicht zu wenig. Vielleicht sollten wir für das Megasystem Spiele machen. Und dann, oh, ja. Und dann für die anderen portieren oder so. Wobei ich eigentlich ziemlich zufrieden bin. Wie viel Marktanteil hat denn unser... oh, wo ist er denn? Achso, weil das nur portieren ist. Wartet. Watagi hat nur 2,85%. Ja, nicht? Der GES Megasystem. Wir können mal gucken. Jetzt müssen wir aufpassen. 70.000. 1,12 Millionen. Ne, das wird so nix. Wir haben schon eine teure Lizenz. Ja, dann können wir wieder die Spielengine aktualisieren, nicht? Jetzt brauchen wir nicht die anderen Sachen machen. Dann können wir hier das integrieren. Das hält die Entwickler fit. Roberto Vision wurde eingestellt. Hier warten wir, bis der Hype auf 50 hoch ist oder mehr. So, alle Mitarbeiter können unternehmensweit erstmal sich erholen.
500.000, okay, das hat die Lizenzgebühren fast komplett eingespielt. Greenbyte wurde übernommen, okay. Nee, Greenbyte übernimmt Minis, alles klar. Und Tribebox, Yukon, Microgame, ja, so langsam nicht. Wir kommen in die 90er, da kommen so die ersten guten Handhelds. Alle Mitarbeiter fertig, okay, neues Spiel. Wir sind richtig eine Produktionsschmiede. Die Jahre gehen aber auch ins Land, darf man nicht vergessen. Riesenmonster, Fantasy, Religion, Vampir, oh ja. Vampir machen wir. Zielgruppe Kinder und Jugendliche und wir nennen das Neck Eater. Keine Ahnung. So, Produzent, du wirst da nicht mehr benötigt. Wir ziehen dich von Buchhalter und Marketingmanager brauchen wir hier ja noch nicht während der Entwicklung. Zielgruppe Erwachsene, oder? 3% Marktanteil, immerhin. Und habe ich was vergessen? Einfach mal reinstarten. Spielberichte hätte ich mal machen sollen, nicht? Ha, die habe ich vergessen. Egal. Wird schon. 100.000 für die Engine, das ist gut, das bezahlt die Miete. Vorgefertigte Charaktere sind rausgekommen. 53, 54, 55. Okay, müssen wir veröffentlichen. Oh, kriegen wir es nicht? Doch, kriegen wir hin. Verkaufen wir für 18. 95, aber hier 78. Ich würde auf jeden Fall Marketingkampagne 2 Monate reinhauen. Einfache Musik können wir noch dazu nehmen und Physik, nicht? Wir hatten eh genug Prozessorleistung, das ist ja super. Team Hospital Team. Pff. 2 ist atemberaubend. Grafik, Gameplay, Musik, alles ist so perfekt. Ihr seid Meister in der Kunst der Spielherstellung geworden. Jeder ist so glücklich mit der Fortsetzung. Ich habe sogar 10-mal gekauft, um es all meinen Freunden und Familien zu schenken. Danke, danke, danke. Sehr gut. So will ich das wissen. 58.000 verkaufte Exemplare, fast 1 Million damit eingenommen. 182 Fans. Okay, ich würde sagen, damit ist alles gut gelaufen. 39% Bonusverkäufe werden kommen. Wow. Hier starten wir auch den Hype bei Neck Eater. 1,4 Millionen, das ist unser Durchbruch. Tja, hier können wir nicht mehr machen, nicht? 17 von 19. Und rein da. So, hier bei Brain Alley. Kann ich mal die Leute abziehen, glaube ich. Das kann ich jetzt während der Entwicklung nicht anpassen. Okay, dann muss ich es nach dem Start machen. Ich meine, das Spiel hier hat auch 500.000 eingespielt, das ist okay. Watagi wurde veröffentlicht. Ist uns egal. Ich hätte es auch exklusiv gemacht, nicht? Dann wäre es günstiger geworden. Hype erst. Spielhistory. Wir können mal, ja, hier nämlich Spielberichte erstellen.
Weil dann wären wir ja noch besser. Das habe ich ganz vergessen jetzt, nicht? Vor allem von den guten Spielen. Okay. 2 von 3 Hinweisen, 3 von 5 Hinweisen, 2 von 5 Hinweisen, 3 und 4 von 5 Hinweisen. Dann schicke ich nochmal alle in Urlaub, kurz. Feature wurde eingebaut von der Community, aber ich würde die Engine trotzdem nochmal aktualisieren, weil es einfach halt wenig Punkte kostet, nicht schnell geht, wenn ich das öfter mache. Hype 51, nehmen wir mit. Komm. Oh, 800 werden wir nicht erreicht haben, was? Dann verkaufen wir es für 16. Naja, Neck Eater ist nur Durchschnitt. Da mache ich auch keine Werbung für. 1,96 Millionen. Wir haben 3,3 Millionen auf dem Konto. Allein 437 Fans durch Hospital Theme 2. Oh, immerhin 2000 verkaufte Einheiten. Ist ja schon mal was. Watagi XGS kommt raus. Okay. Ja, entweder wir gucken mal. Wir haben ja auch inzwischen übernehmen. Punkte bestimmt. 202. Können wir nicht MOBA freischalten? 450 Punkte braucht das. RTT 50. Tower Defense 350. Ja, die haben wir noch nicht. Dann müssen wir erstmal weitermachen. Aber wir versuchen mal jetzt ein RTS-Strategie-Game. Piraten funktionieren gut. Aber hatten wir ja schon. Uhrzeit, dann nennen wir es Bark Survival. Das ist doch mein Name. Watagi SG, Zielgruppe alle diesmal. Produzent, Plonk, Buchhalter. Ja, komm, machen wir diesmal für dieses. Das andere Spiel ist nicht gut. Unsere neue Engine auf jeden Fall und Zielgruppe passt und los geht's. Oh, hier lagen wir echt daneben. Oh, hier sogar richtig bei visuellen Effekten. Okay. Gamepad-Unterstützung, Maus-Unterstützung, vorgefertigte Charaktere, 3D-Farben. Okay, 8 von 19 schon weg. Eieiei. Aber wir müssen die neuesten Technologien anbieten. Zwei Millionen Hospital Theme inzwischen. Oh, hier lagen wir auch ordentlich daneben immer. Auf jeden Fall MIDI-Sound. Grundlegende Physik, einfache Musik. Passwortbasiertes Speichern lasse ich mal weg. Omega 500. Ja, mich interessieren die anderen Plattformen alle gar nicht, weil ich die Spiele eh nicht portieren kann. Aber eine Messe sollten wir mal besuchen. Oh, und ich sollte vielleicht eine Demo veröffentlichen. 100.000 kriegen wir für die Engine. Ne, es wiederholt sich halt immer wieder. Oh, hier. Da können wir auch ordentlich punkten damit. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Weil der hat ja nicht viel Grafikleistung, nicht? Wenn ich das reinhaue, dann kann ich nichts mehr machen beim Sandkasten. Ich könnte einfache Filme machen und Ranglisten. Dann kann ich aber nicht mehr machen.
Offene Welt und Ranglisten. Bark Survival. Ja, offene Welt, ne? Ich glaube, klingt gut. Und Ranglisten. Wie auch immer das aussehen möchte. Ja, das wird ein Verlustgeschäft. Neck Eater im Bonus von 10%. Ja, gut. Das habe ich abgeschrieben. Brain Alley hat 673.000 Reingewinn eingebracht. Also fast schon die Lizenzkosten halb reingeholt. Richtig krass. Neuer Konkurrent, East Forest Studios. Nicht Black Forest oder so. Und der erste, ja, bunte Bildschirm, nicht? Mach 8 Bits. Brain Alley, ein Bonus von 20%. Das ist immer gut. Und der Watagi wurde herausgebracht. Können wir für ein anderes Spiel portieren inzwischen? Gibt es eine, die überhaupt möglich wäre? Alle zu schlecht, nicht? Der würde gerade so gehen, aber der ist nicht verfügbar. No. Wir können jetzt schon das nächste anfangen, aber ich will das erstmal hier abschließen. Weil wir eh nicht so viele Leute haben. Aber hier kann ich zum Beispiel schon mal Marketing Hospital Team abziehen und den Buchhalter. So, auch abziehen. 55% nehme ich. Wow, okay, das hatte nur 68 an Technologie gebraucht. Warum braucht das andere eben 700? Egal, das wird veröffentlicht. Ah, nicht so gut. Durchschnitt, nicht wahr? Machen wir eine Marketingkampagne? Ein Monat, oder? Ein Monat lohnt sich. Spielbericht bringt uns auch was. Ja, neue Hinweise, immer gut. Was kommt jetzt? Spieleentwicklung. Was? Game Strat. Strat. So. Haben wir 1000 Fans? Nee, glaube nicht. Weiterhin bleibt die Plattform Watagi. Nicht? Alle anderen Lizenzkosten. Das Problem ist, der Watagi ist immer noch in Benutzung. Der hat nur 3,59% Marktanteil. Dadurch, dass wir für ihn entwickeln, steigt das natürlich. Weil wir hätten halt mehr Leute mit den anderen Plattformen. Aber warte mal. Okay, ich mache ihm 140.000 und Exklusivvertrag für 12 Monate. Okay. Ja, dann können wir jetzt nur fürs Megasystem machen. Aber hat mehr. Mehr Leistung, nicht? Das andere hat uns auf jeden Fall nach vorne gebracht. Oh. Vorgefertigte Charaktere. Okay. Hier haben wir immer noch nicht eingegrenzt weiter. So, Bug Survival. 100.000 für die Engine. Komm, was bringst du mir?
20.000 Verkäufe, 197.000 schon plus gemacht. 21% Bonus werden wir kriegen. Neue Plattformen kommen, PC-Motor, na. Alles Quatsch, nicht? Oh, hier lagen wir leicht daneben. 55 ist Sound gewesen. Okay. Ach, der kann ja gar nicht so viel. Oh, Physik kann raus. Musik kann raus. Pff, scheiße. Die Mitarbeiter zu Hause Studio haben einen streunenden Katze gefunden. Die Katze ist super kuschelig und wurde schon einem Namen gegeben. Was willst du tun? Adoptieren. Natürlich kriegen die ihre Katze. Verrückte Entwickler. Tausend Fans. Wir haben die 1000 Fans. Sehr gut. Oh, dann können wir hier auch eine Demo veröffentlichen. Bug Survival bringt auch 457 Millionen. 1000 Millionen. Ja, Millionen wären schön. Hier haben wir auch perfekte Abstimmung. Sehr gut. Aber wir können hier nicht mehr viel machen, ne? Grafikleistung. Oh, doch, genau so. Dann haben wir sie perfekt ausgenutzt. Das gibt nämlich immer einen Bonus, wenn man die auch komplett nutzt. Sehr wichtig, auf jeden Fall. Plattform wird nicht weiter produziert. Skylight, aber Skylight 2 kommt schon. Das geht bis Skylight 8 hoch. Ja, hier flacht es ab, aber 2 Millionen Einnahmen. Neck Eater, nicht so schlecht. Bug Survival geht. Hype läuft noch. Design ist hinzugekommen. Oh Mann. Noch mehr Komponenten. Wir haben inzwischen 3,9 Millionen. Alle Mitarbeiter auf jeden Fall erstmal erholen. Und die Frage ist, können wir das Spiel schon portieren? Können wir nicht, weil keine Plattform hat 3 Grafikleistungen oder so viel Dingsleistung, nicht? Erst der PC-Motor oder die Watagi. Und die können wir nicht benutzen. Die müssten wir uns erst dann... Ah ne, weil die nur 2 hat, nicht? Die Watagi. Achso, die hier ist nicht verfügbar. Warum? Hat doch keinen Marktanteil. Ah gut. Lohnt sich noch nicht. Ich bin gespannt. Hype steigt. Wir können die Engine so lange machen. Ihr habt so recht. Erinnert mich daran. Version 13. Oh, das wird teuer. Ja, dann machen wir mal eine Neuentwicklung daraus. 100.000 für die Engine. 4 Millionen auf dem Konto. Sehr gut. Das Spiel hat auch 500. Ja, okay. Also allein mit dem und denen haben wir die Lizenzgebühr rausgeholt. Boah, das war echt Glück. 51. 53. 2,17 Millionen. Sehr, sehr gut. Bug Survival Game Strat. Sehr schön. 226 Besucher. Sehr, sehr gut. 54. Geht es jetzt noch hoch? Nee, oder? 55. Veröffentlichen wir. Boah, die Punkte hören ja gar nicht mehr auf. Na, aber ein durchschnittliches Game nur. Ganz besonderes Werk, ja. Okay, Marketingkampagne. Machen wir trotzdem 2 Monate. Aber bin ich mehr gespannt, was der erste Monat bringt. Boah, nicht so viel. Das Gute ist, dass durch, dass wir jetzt die Engine erstmal entwickeln, umgehen wir auch so ein bisschen die Lizenzzeit, nicht? Wir haben ein Spiel hergestellt mit Exklusivrechten und eventuell haben wir danach die Möglichkeit, nur einen Bonus von 10,
ja, dann gleich schon die zweite Plattform zu machen. Ich glaube, deswegen können wir auch jetzt nicht portieren. Ha, natürlich nicht. Ich habe ja einen Exklusivvertrag. ...20% bei Bark. Das ist gut. ...100.000 für die Engine, 4,1 Millionen. Aber wenn das wenigstens ins Plus rutschen würde, wäre schon gut. Nicht selbst das da unten? Oh, nee. Videospiel-Multiplayer-Server. Was? Multiplayer-Server? Neue Technologie-Element. Updates. Was? Ich glaube, die Multiplayer-Server 1988 ist nicht der Ernst, nicht? East Forest übernimmt Gamehouse, okay. Neue Komponenten. Irgendwas wollte ich nachgucken. Das habe ich vergessen durch die ganzen Informationen, die reinkamen. Egal. Nicht hier die Liste der Spielunternehmen. Oh. NetEater, minus 50.000. Ah ja, immerhin. Oh, wir sind hier gut aufgestellt mit der Bewertung. Das ist nicht schlecht. Wir können auf jeden Fall Platz 3 uns behaupten. Und hier, hier, jetzt können wir nämlich Updates machen für Spiele. Indem wir zum Beispiel Sachen updaten. Ja. Aber wir müssen erstmal die Engine neu entwickeln. Und ich glaube, für die beiden, na gut, für Bark Survival könnte sich noch ein Update lohnen. Wir könnten Folgendes machen. Wir nehmen die mal kurz raus. Dann können wir nämlich hier ein Update machen. Und zwar alles. 124 Punkte. Ja. Dann starten wir rein. Vielleicht bringt das nochmal Gewinn rein. ...2D-Grafiken... Ach, 16-Bit? Ja gut, das ist mir egal. Inception von Saga. Und mal gucken, ob das Update was bringt. Ja, ein bisschen. Okay, die Community hat es eingebaut. Sehr gut. Und die Engine ist optimiert worden. Wir können alle Computer mal für 181.000 updaten. Das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Und die Mitarbeiter sind alle müde nach der Engine-Entwicklung. Zu Recht dürfen sie mal alle ins Bett. So, hier machen wir auch ein Update und wählen dann alle aus. Vielleicht kriegen wir es dann wenigstens aus dem Miesen raus. Das auf 800.000. Ah, das macht eher mehr miese. Okay, dann brauchen wir ein neues Spiel. Ja, wir bleiben mal bei Strategie nochmal. Jetzt sind ja neue Sachen hinzugekommen. Kochen. Oh ja, wir machen ein Spiel, was ich liebe. Pizza Connector. Nennen wir es hier. Anstatt Connection. Produzent, du kommst hier ran. Buchhalter, ja, kommst weg von Dings, von GameStrut. Das wird nichts mehr, das Spiel. Megasystem, Exklusivvertrag. Wird noch passen, oder? Boah, wo ist er? Wo ist er? Da. Dass es da kein Abbrechen gibt. Kochen, Strategie. Oh. ...3D, 8-Bit, finde ich okay. Ich muss aufpassen, der hat nämlich nicht so viel, nicht?
Schwierigkeitsgrade. Ne, vorgefertigte Charaktere sind wichtig. Einfache Dialoge mache ich dafür mal weg. Dann haben wir einen Punkt mehr hinten. Story ein bisschen mehr. Oh. Dass wir die beiden Sachen nicht rausfinden. Ich glaube, da muss ich wieder Aufträge annehmen, damit das funktioniert. Oh. Aber ich würde sagen, ob das Spiel funktioniert oder nicht, werden wir beim nächsten Mal erleben. Netzwerk. Es ist wirklich Netzwerk. Okay. Was machen wir rein? Passwortbasiertes Speichern. Grundlegende Physik braucht so ein Spiel nicht. Aber einfache Musik finde ich gut. Und passwortbasiertes Speichern? Nee, brauchen wir nicht. Da haben wir nur 3 frei. Egal. Es ist, wie es ist. Wir lassen das Spiel entwickeln. Und ich würde sagen, wir machen noch den Hype an. Und wir sehen beim nächsten Mal, wie erfolgreich das Spiel ist. Bis dann.